Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar ist das Dimecraft. Ja Leute, wir sind hier auf dem Dimecraft Server. Ich habe mich beworben und wurde erfolgreich angenommen. Und ja Leute, jetzt kommt immer mal wieder so zwischendurch ein Let's Play. Nicht jeden Tag, da ich ja mit ungeantwortet und Last Team Standing derzeit noch komplett voll bin. Da Last Team Standing jetzt bald ausläuft, kann ich es vielleicht dann mal so als Zwischenlösungsprojekt nehmen. Also dann kommt die ganze Zeit eben Dimecraft jeden Tag und somit dann auch kein Last Team Standing mehr, weil dann Last Team Standing eben aus ist. Und ja, aber nochmal zur kleinen Info jetzt schon am Anfang, ich werde auch Offscreen spielen. Wenn ich nämlich alles aufnehme, was ich hier mache, dann muss ich extremst viel aufnehmen, weil ich ganz viel spielen werde. Und das wären Millionen von Parts, die ich sowieso niemals online bekommen würde mit meinem Internet. Und von dem her mache ich einfach ein Video und dann spiele ich so 4-5 Stunden. Und wenn ich dann sage, ja, das könnte jetzt die Zuschauer interessieren, dann mache ich noch ein Video. Das wäre jetzt so mal ganz grob mein Plan gewesen. Jetzt gucken wir mal. So, wir sind hier Ebene 12. Ich glaube, hier gibt es gar keine Diamanten, weil ich sehe hier kaum Rohstoffe. Aber Eisen gibt es auf jeden Fall. Ich kenne mich jetzt selber noch nicht so gut aus. Ich bin seit, wie lange bin ich jetzt schon auf dem Server? Ja, jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen in die Farmwelt eingefunden. Habe schon ein bisschen Eichenholz gefarmt. Und die Saplings müssen wir oben gleich wieder anpflanzen, damit schön wieder neue Bäume nachwachsen. Natürlich auch für meine anderen Mitspieler. Ich würde sagen, wir graben uns da jetzt einfach mal hoch und vielleicht finden wir irgendwo noch Eisen, weil ich kenne mich hier nicht so aus. Es gibt ja drei verschiedene Farmwelten. Sind die denn alle gleich? Also haben die alle den gleichen Nutzen oder gibt es in Farmwelt 1 Holz und Stein, in der Farmwelt 2 Eisen und Dings? Ich weiß das noch nicht so ganz genau. Habe ich noch nicht so ganz genau durchblickt, aber ich muss sagen, man sieht einfach, wie viel Liebe in dem Server hier steckt. Da ist richtig viel, da ist einfach, man sieht einfach, dass sie den Server mit Liebe großgezogen haben, sage ich mal, ja. Ich meine, ich glaube, der hat, wie viele Slots hat der? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, der ist voll bis zum geht nicht mehr. 500 Slots, glaube ich. Der ist jedes Mal voll. Wir haben jetzt, es ist jetzt unter der Woche, also werktags, haben jetzt, gut, wir haben jetzt schon 20 nach 7, aber Leute, der Server ist einfach komplett voll. Und da ich ja jetzt sowieso ein bisschen frei habe, kann ich auch mitten in der Früh aufnehmen oder mitten in der Nacht so um 1 oder so. Und ich denke nicht, dass da jetzt so viele Spieler spielen werden, obwohl Dena und Revi spielen ja auch auf dem Server. Und dann denken sich die Leute so, das sind YouTuber, die nehmen mitten in der Nacht auf und dann nehmen sie klarerweise auch klarerweise nehmen sie dann auch dann auf, wenn ihre Lieblings-YouTuber aufnehmen. Kann ich verstehen. Aber Leute, ich kann euch einen Tipp geben. Lasst sie einfach spielen. Mehr kann ich da nicht sagen. Natürlich freuen sie sich, wenn sie sagen, oh cool, ja, und das sind Leute, die uns mögen und uns unterstützen und so weiter. Aber ich denke, dass es doch sinnvoller wäre, sie in Ruhe spielen zu lassen und dann nicht auszuflippen, wenn sie kommen. Da das irgendwie auch das Spiel ein bisschen kaputt macht, deswegen tun sie mir auch ein bisschen leid. So, erstmal hier nach oben. Zack. Okay, wieso kam ich da jetzt nicht weiter? Ach so, ja, ich stand hier. Och man, ich bin... Also teilweise denke ich mir so, ich bin ein bisschen blöd. So, hier hoch und zack. Gut, ich weiß es... Oh, danke schön. Danke schön, dann können wir hier gleich jetzt hoch. Ich habe bemerkt, Leute, dass hier in der Farmwelt die Mobs extrem stark sind. So ein Baby-Zombie hat mich fast vorhin getötet. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht stirbt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich zurück in die Lobby komme. Bitte komm nicht, bitte komm nicht, bitte komm nicht. Ja, mein Vater kommt jetzt rein, glaube ich. Ich hoffe es nicht. Sonst muss ich schnell cutten. Aber ist ja kein Problem. Es wird ja eben ein Aufnahme-Offscreen-Projekt. Ja, also auf jeden Fall Offscreen-Arbeiten werden erledigt werden, denn das ist so ein Server, da muss man schon sehr viel spielen, um da, denke ich, viel zu erreichen. Und ja,
da werde ich viel spielen. Vielleicht habe ich einfach mal Bock und habe die Videos oben und denke mir dann so, ja geil, ich werde jetzt einfach mal 3 Videos am Tag bringen. Dann kommen halt auch mal 3 Videos am Tag. Aber das ist alles noch nicht so fix, ja. Hey Jungs, gibt's hier Eisen? Ich komm mal schnell zu denen rüber. Zack. Ich komm mal ganz schnell, weil ich möchte wissen, ob es hier Eisen gibt. Ich hoffe nicht, dass die mich jetzt töten. Wie heißt der denn? Andy Craft? Warte, Moment. Ah. Hey. Hey Leute, wie geht's euch denn so? Hey, komm mal. Gibt's hier Eisen? Moment, ganz mal kurz gucken. Komm, ich gebe dem 2 Brote ab hier. Dankeschön. Okay, also auf der Map hier gibt es Eisen. Ich weiß jetzt aber nicht genau wo. Ich finde nämlich kein Eisen. Und hier haben alle so eine schöne Eisenrüstung an. Ich möchte auch eine. Gibt's hier Tiere und so weiter? Ich weiß es nicht, weil ich mich eben nicht so gut auskenne. Noch nicht. Ich grabe mich einfach mal so ein bisschen hier rein. Mal gucken, ob ich da was finde. Auf jeden Fall, Leute, macht mir der Server jetzt schon mega viel Spaß, obwohl ich noch nicht so lange oben bin. Und ich muss einfach sagen, kommt drauf, wenn ihr mich mal sehen wollt. Oh mein Gott, wer will mich schon sehen? Aber es kann ja sein, dass es immer wieder Leute gibt oder dass mich auch immer wieder Leute anschreiben und sagen, hey, Bumsdoggy, und möchtest du mal nicht auf einen Server kommen? Ich möchte gern einen Screen mit dir. Warum will man einen Screen mit so etwas wie mit mir? Aber ich kann euch nur sagen, Leute, ich freue mich, wenn ich jemanden von euch treffe auf dem GOMME-HD-Server. Treffe ich so oft Leute von euch. Da muss ich wirklich sagen, wow, das hätte ich nicht damit gerechnet, dass wirklich so viele Leute immer dann teilweise hier sind und dann, ja. Und die dann alle mit mir Team machen wollen. Und ich so, nein, ich kann kein Team machen, weil ich einfach... Ja, wenn ich jetzt mit, wenn da 6 Leute in der Runde sind, die schreiben Bumsdoggy Team, dann kann ich nicht mit allen auf einmal Team machen. Und wenn ich mir dann einen aussuche, möchte ich jetzt auch nicht, dass der andere in irgendeiner Weise sauer ist. Von dem her müsst ihr mir das schon ein bisschen verzeihen. Gut, wir versuchen jetzt noch ein bisschen Eisen zu holen, denn in Last Team Standing haben wir jetzt schon immer gefarmt, jetzt farmen wir auch noch hier in Dinecraft. Ich glaube eher, dass eben solche Sachen wie Farmen eher in die Folgen kommt, wo wir nichts machen, wo ich nichts hochlade, und eben die Folgen, wo wir dann zum Beispiel einen eigenen Shop eröffnen, ein Hotelzimmer kaufen und so weiter, dass ich das alles so mache. Aber ich denke, Leute, dass ich mal einfach aufnehme über den Tag und dann einfach nur die besten Sachen, die ich so erlebt habe, reinschneide. Das bedeutet immer so, ich spiele jeden Tag auf dem Server, nehme jeden Tag auf und werde dann immer nur so alles reinschneiden, was cool ist und wo ich jetzt sage, ja, okay, ja, das kommt jetzt rein, dann muss ich nämlich nicht extra rausgehen, Aufnahmeprogramm starten und so weiter. Das sind zwar dann einige Stunden Videomaterial, aber das macht mir gar nichts. Wir finden hier kein Eisen. Entweder es liegt an mir oder es liegt einfach an mir. Ich finde, also Kohle, muss ich sagen, finde ich ja. Aber Eisen? Gibt es hier wirklich Eisen, Leute? Oder wollt ihr mich alle hier trollen? So, erstmal Stöcke. Stöcke? Oh, ich hatte ja schon eine. Aber egal, das passt schon so. So, dann auf die 1, auf die 2... ja. Okay, gut so. Zack. Dann holen wir uns hier das ganze, die ganze Kohle. Ich glaube, die kann ich dann verkaufen. Und ich weiß aber noch gar nicht den Weg und so weiter, wo ich dann alles verkaufen kann. Das, ich werde dann nachher noch jemanden fragen, ob der mir helfen kann. Denn ich möchte hier alle Bäume gerne verkaufen. Ja, das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel, Leute, dass ich einfach Sachen verkaufe. Außerdem werde ich dieses Video hier auf jeden Fall im Forum posten, denn ich habe gehört, dass man dann einen Bonus bekommt, glaube ich, von 2500 oder von 10.000 D-Mark. Ich kann es euch jetzt mal ganz kurz zeigen.
Ja, okay, ich glaube, hier kann man gar nicht nachgucken, wie viel Money man hat. Man hat. Oh, ich habe mich durch den Berg gegraben. Ja, geil. Ja, geil, ich feier das. Auf jeden Fall werde ich dann das Holz eben verkaufen. Und ich freue mich einfach schon auf die kommende Zeit hier auf Minecraft. Ich muss sagen, früher habe ich den jetzt nicht gespielt. Da würde ich jetzt lügen, wenn viele sagen, ich habe den auch schon früher gespielt und so weiter. Ich habe aber davon schon gehört und das soll ein ganz bekannter Server sein. Aber da ich damals jetzt nicht so unbedingt Vanilla und solche Sachen gespielt habe, ich habe mal auf so einem anderen Server gespielt. Aber keine Ahnung, das ist so. Hier fühlt man sich einfach wohl, wenn man hier oben, ich sag mal so, hier fühlt man sich echt richtig wohl, wenn man hier oben ist und auf den anderen Server, ja, ist so ein Server, da gehst du rauf und das war's dann auch schon wieder. Aber was ich noch immer nicht weiß, Leute, wie kommt man in die Lobby? Wenn ich Slash Hub eingebe, habe ich Angst, dass ich rausfliege. Und das Problem ist, die Slots sind immer so voll, musst du immer warten, bis du reinkommst und aufnehmen kannst. Und ja, oh, da habe ich ja eine Base entdeckt. Ja, geil, hallo. Hallo? Gibt's hier unten Eisen für mich? Das sieht hier alles noch sehr, ich sag mal so, nicht geleert aus. Aber ich glaube, der Schein täuscht hier, weil hier draußen wirklich einiges einfach weg ist. Ah, hier unten meine ich. Von außen denkt man jetzt eigentlich nicht so, dass hier eigentlich viel weg wäre. Aber ich glaube, man muss echt ein Stück gehen, dass man hier sagt, ja, okay, hier unten ist noch Eisen oder sonst irgendwo. Ich meine, wenn die mal. Oh, habe ich da. Oh, nee, ich habe die Optifine, oder? Nee, ich habe die Optifine jetzt, Version jetzt nicht drin. Oh, kacke, ich muss mir schnell ein Schwert machen hier. Au! Guckt euch an, wie stark die hier sind. Ich muss weg. Ich muss weg. Und zwar baue ich hier eine Mauer. Und zwar mache ich das dann. Aua! Hör auf bitte damit. Zack. Okay. Ich habe mich jetzt eingesperrt, denn ich habe Angst vor euch, Skelettons. jetzt hier erstmal Fackeln. Da brauchen wir gar nicht lange drum Fackeln, denn wir brauchen einfach Fackeln, das ist einfach schon mal klar. Dann würde ich sagen, mache ich hier unten eine Werk. Oh, ich habe eine Werkbank, kein Holz verschwenden, mein Lieber. Dann machen wir uns ein Schwert. Und dann gehen wir auf Monsterjagd. So, gut. Ich würde sagen, dann baue ich mich hier jetzt wieder raus und töte das Skelett, das hier um den. Hallo! Oh, hast du uns nicht getroffen? Dafür haben wir Bone Meal und Pfeile. Ich denke, dass sowas wie Pfeile wirklich teuer sind zum Verkaufen. Deswegen werde ich sie auch verkaufen. Und kann man die Sachen, die man hier erworben hat, eigentlich nur für Geld nutzen? Oder kann man diese Sachen auch in irgendeiner Weise anders gebrauchen? Also ich weiß sicher, ich denke, dass man, wenn man jetzt Eisen oder Gold oder so verkauft, wenn es das geben sollte, dass du dafür sicher mega viel Geld bekommst. Aber ich denke, für so Sachen wie zum Beispiel. Nein! Aua! Aua! Ich sterbe ja! Ich sterbe! Ich glaube, ich werde sterben. Okay, ich muss weg, aber die. Das hier möchte ich noch. Halbes Herz. Halbes Herz. Ich weiche dezent von den Pfeilen aus und mach so zack, zack, zack in mein Loch und mache hier zu. Oh, das war jetzt. Ja, mein Lieber, da hatte ich jetzt schon ein bisschen Bammel, muss ich schon sagen. Und ich glaube, wir sind jetzt auch schon bei 15 Minuten. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Es geht jetzt so schätzungsweise. Ich mach mal slash Lobby. Help. Slash Hub. Der Stadt. Wie kommt man denn zurück in die Stadt? Zurück, okay. Ich dachte gerade, ich habe zurück falsch geschrieben. Bin ich irgendwie komplett dumm oder so? Okay, da ist ein Schwein. Okay, komm. Schwein, ich mag dich. Aber du musst leiden und musst sterben. Nein, es tut mir leid, Schwein. Ich wollte dich jetzt echt nicht töten. Auf jeden Fall sieht das hier sehr geil aus. Also ich muss schon sagen, der Server fasziniert mich sehr. Aber
wisst ihr, was ich glaube? Nee, das kann es nicht sein. Ich dachte mir so, man bekommt ja D-Mark und kann man mit den D-Mark auch irgendwas kaufen? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Was kauft man sich denn damit? Ein Hotelzimmer? Man kann sich einen eigenen Shop, denke ich, kaufen. Aber was kann man alles damit kaufen? Ich habe so viele Fragen. Ich glaube, ich muss mir mal ein paar Videos reinziehen hier. Am besten von Revi, der ist ja schon extremst weit. Mal gucken, was der hier so macht. Aber ich habe 5 Level. Bringt mir das irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Da oben sind auf jeden Fall Schafe. Ich werde mir auf jeden Fall Wolle holen, denn ich denke, Wolle ist jetzt auch sehr beliebt. Also ich kann ja nur schätzen, ja. Ich kann nur schätzen und ich schätze einfach mal, dass es beliebt ist. Ich weiß es aber nicht. So. Oh, die machen richtig viel Schaden. Aber wieso in der Farmwelt? Das soll man doch farmen und nicht sterben. Okay. Wisst ihr was? Da oben töte ich jetzt noch die Schafe und dann beende ich für heute die Folge. Wie gesagt, Leute, wir haben jetzt so Dinecraft als... Oh, das sind so weit oben, ne? Oh, guck mal, das steht da oben. Moment, so. Moment. Zack, zack, zack. Schäfchen. Komm herunter. Komm herunter. Und das hier hole ich mir auch noch und dann, Leute, würde ich sagen... Und dann würde ich sagen, das war's, ne? Das war's schon wieder von heute. Zack. Er stirbt jetzt wahrscheinlich sowieso an Fallschaden. Ja. Und dann haben wir somit auch jetzt noch 3 Wolleblöcke bekommen. Und ich würde sagen, Leute, das war's von der ersten Folge Dinecraft. Wir haben leider kein Eisen gefunden. Die Folge ist jetzt wahrscheinlich XXL. Aber wie gesagt, schaut auf den Server, wenn ihr wollt. Ach ja, man kann nicht einfach so auf den Server joinen, da jetzt ja ganz viele Leute oben sind, die ein bisschen größer sind auf YouTube und dadurch die ganzen Abonnenten rauf wollen. Bewerbt euch einfach im Forum, formuliert euch einfach sachlich und sagt, warum ihr genau auf dem Server spielen wollt, dann kommt ihr da sicher drauf. Und ja, Links seht ihr alles in der Beschreibung, dick und fett, und ich würde sagen, das war's, Leute. Haut rein, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ciao.